Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Zero. Ja, im letzten Part haben wir es nun endlich geschafft, diesen, ja, was ist das eigentlich, den Schrein zu öffnen, den Mondschrein, sage ich mal, und haben ein neues Spiegelstück erhalten, sowie neue Cutscenes. Außerdem sind wir jetzt auf dem Weg ins neue Kapitel. Ja. Ich wüsste nichts, was ich weiter noch dazu sagen soll. Also gehen wir einfach mal aus dem Speicherpunkt raus. Die letzte Nacht. Oha, das heißt wohl, dass wir das Spiel bald durch haben. Oh Gott. Ich kann es nicht fassen. Ich war noch nie so weit. Hi. Also ich glaube ja inzwischen, dass das auch Kyrie ist nach der letzten Cutscene, die wir gesehen haben. Und warum sind wir jetzt auf einmal hier? Wir waren noch ganz woanders. Okay, normal. Nur eine Koto-Harfe. Nichts Besonderes. Soll ich etwa darauf spielen? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir fast sicher, dass hier doch irgendwo was rumliegen müsste, was wir finden können. Moment, welchen Film? Okay, gut. Ist das die Tür oder ein Schrank? Auf dem Schreibtisch liegt ein altes Notenblatt für Koto-Harfe. Ja, was für ein Satz. Ich habe das Notenblatt für die Koto aufgehoben. Ein altes Lied. Aber ich kann es wohl spielen. Ja, dann mach mal, Miku. Warum kannst du das eigentlich? Wo hast du das gelernt? Okay, seit wann öffnen sich Schränke durch Töne? Wie modern die Geister doch sind. Ernsthaft, ist das eine Treppe? Hallo? Okay, gut, ich kann da doch rein. Will ich da überhaupt rein? Miku, lauf in die richtige Richtung. Okay. Was für eine kleine Tür. Wenn ich nicht inzwischen wüsste, dass die Bediensteten durch so kleine Türen gegangen sind, dann würde ich jedes Mal fragen, warum die Türen so klein sind. Was ist das? Was zur Hölle? Was ist das? Was für ein Spannerloch. Hau ab! Nena, bitte. Oh Gott, nein! Fuck, fuck, fuck! Wer ist das? Das war nur ein Kopf, ne? Oh, das war wohl der Kopf. Oh Gott, da hatte ich jetzt aber Glück, dass ich den erwischt habe. Der Kopf. Ja, ich frage mich immer, wem der eigentlich gehört. Oh, danke schön, Spiel. Ich liebe dich gerade. Echt. Wo geht es? Sag mir bitte nicht, da kommt jetzt noch einer. Bitte nicht. Nicht weinen. Warum weinst du denn? Wer will das schon? Die arme Kirie. Ja. Aber deshalb sollte sie ja auch nicht an die Welt gebunden werden, indem sie sich verliebt, ne?
so lange vorbereitet worden und doch ein Leben hätte sie sich trotzdem gewünscht. Ja, wer hätte das nicht? Oh Mann, das ist schon hart. Wo laufe ich eigentlich hin, bitte? What the hell, wo bin ich jetzt? Ein Speicherpunkt hier? Oh mein Gott, danke. Oh, das ist ja mal... Dankeschön. Falsche Speicherung. Nicht überschreiben. Die können wir überschreiben. Wir haben ja noch nichts Schlimmes getan. Okay. Komm, mach Spiel. Ich will weiter. Weiter. Dankeschön. Da, di, da, 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 da. Zurück zum Spiel. Okay. Ich kann hier leider nicht drauf rennen, was eigentlich fast klar ist. Obwohl die Balken, die sind so breit, eigentlich müsste man da fast drauf rennen können. Ein Schächtelchen Film liegt auf dem Balken. Ah, nö, ich gehe noch nicht nochmal speichern. Das lohnt echt nicht. Ah, ich bin über dem Buddha-Raum. Wieso? Was soll ich denn hier bitte? Was ist da? Liegt da was? Ja, da liegt was. Gut. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Gut, dass man das auch sehen kann, wenn man die Kamera hält. Das Spiel könnte ja auch so fies sein und das nicht anzeigen. Oh, danke schön. Gott. Es muss echt viel Schlimmes auf mich zukommen, wenn ich das alles erhalte. Oder sie müssen was nachholen, weil sie vorher so fies zu mir waren. Bösen Spielemacher, die. Gut. Mal sehen, wo wir jetzt landen werden. Cutscene? Da liegt... Nee, da liegt nichts, das glänzt nur so. Ein Ball? What the hell? Was macht der Ball hier? Das ist die Kleine. Sag mir nicht, ich soll gegen die kämpfen. Gegen die möchte ich nämlich wirklich nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Kann ich hier... Oh Gott, das ist ja ein Spiegel. Oh, holy fucking shit, ey. Schreck mich nicht so, Spiel. Oh nein, ich kann da rein. Ernsthaft? Oh... Wieso kann ich mich daran eigentlich nicht erinnern? Also ich meine, ich habe noch nicht so weit gespielt, aber... Tagebuch von Kirie. Heute ist der Tag, an dem ich draußen spazieren gehen darf. Ich ging durch das Atrium, als er plötzlich aus dem Gästezimmer kam. Zum ersten Mal habe ich mit jemandem von draußen gesprochen, seit ich hier bin. Es war so schön. Er hat mich besucht. Er hat mich aus dem Zimmer gelassen und wir gingen hinaus. Er brachte mir die Namen aller Blumen bei. Das ist alles so neu für mich. Heute wurde mein Gesicht wieder ganz heiß, aber dieses Mal wollte ich mich nicht verstecken. Oh, süß. Heute hat er mich wieder besucht. Der Hauptpriester sagte, wir sollten nicht in den Garten gehen, also blieben wir einfach im Zimmer und unterhielten uns. Er hat mir so viel Interessantes über die Welt draußen erzählt und ich bin so glücklich, wenn ich bei ihm bin. So unbeschreiblich glücklich. Ich bin heute im Garten mit ihm spazieren gegangen. Wie schön doch die Kirschblüten sind. Er hat mir so viel beigebracht, seit wir uns getroffen haben. Ich fühle mich nicht einmal mehr einsam. Och, die Arme. Was heb ich zuerst auf? Ein Teil des heiligen Spiegels. Das ist das vierte Stück. Eines brauche ich noch, dann ist der Spiegel vollständig. Kiries Haarnadel? Eine wunderschöne goldene Haarnadel. Vielleicht gehörte sie Kirie, der Frau im Kerker? Sieht irgendwie wie Mafuyu aus.
Da wird einiges klar. Kirie Mafuyu? Nein. Vielleicht ist es der Mann, den sie zu Lebzeiten liebte. Vielleicht. Ein altes Tagebuch in schwarzer Tinte geschrieben liegt dort, wo der heilige Spiegel war. Als ich heute aus dem Fenster schaute, sah ich einen Mann, der im Garten umherging. Er sah mich nicht. Er ging einfach nur umher und sah die Bäume und die Berge an. Heute sah ich ihn wieder im Garten zu umhergehen. Er winkte mir. Ich weiß nicht warum, aber mein Gesicht wurde ganz heiß und ich versteckte mich schnell. Als ich dem Hauptpriester davon erzählte, war er sehr überrascht. Er sagte mir, ich solle einige Zeit nicht mehr aus dem Fenster schauen. Ah, das hätten wir also zuerst finden sollen, das Tagebuch. Da scheint ein Tagebuch auf dem alten Schreibtisch zu liegen. Bald wird das Würgeritual stattfinden. Der Meister und die Priester führen ihre rituellen Waschungen aus. Und anscheinend hat sich die ganze Familie für das Ritual in der Villa versammelt. Meist ist es so einsam hier, aber zumindest heute ist hier viel Leben. Einer der Priester starrte mich heute an. Er schaute so traurig. Als Jungfrau des Seilschreins habe ich eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Aber wie kann ich jetzt meine Pflichten als Jungfrau des Seilschreins erfüllen, wo ich so empfinde, wo ich die wahre Freude des Lebens gespürt habe? Und nachdem ich auch noch diesen armen Mann hineingezogen habe. Ja. Na super. Da wissen wir ja fast, warum das Ritual schiefgegangen ist. Sie sollte nicht an diese Welt gebunden werden und sie wurde doch an diese Welt gebunden. Oh Gott. Ach, Kirie. Help me. Bitte lass mich aufhören. Was kommt jetzt? Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Bitte nicht. Nicht jetzt. Das geht nicht. Lauf, 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 lauf. Nein. Ich kann sie nicht besiegen. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will nicht, ich will nicht. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich nur hin? Wohin? Ich will nur weg. Wo soll ich hin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich soll doch nicht gegen sie kämpfen, oder? Danke, sie ist verschwunden. Ich will speichern. Nein. Was? Die Tür ist zugenagelt. Oh mein Gott. Was mache ich jetzt? Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Gott, bin ich doof. Das habe ich voll vergessen. Ich habe ja die Haarnadel. Und ich habe einen Spiegel. Warum darf ich nicht speichern? Ich möchte doch so gerne. Oh Gott, muss ich jetzt wirklich hier runter? Miku! Oh Mann, ich muss ja X drücken, um runterzukommen. Gut zu wissen. Danke. Danke, danke, danke. Liegt hier noch was? Da liegt was. Oh. Komm, heb das auf. Oh, gut. Oh, da fällt mir auf. Wie lange ist es her, dass ich die Kamera ausgebaut habe? Oh, danke. Oh. Yay, ich habe halt so viel Glück. Ha, ha, ha. Ah. Ja, ich freue mich gerade ernsthaft. Oh Gott, ja. Weil ganz ehrlich, wenn das Spiel sich dem Ende neigt und es kommen jetzt nur noch Sachen, die ich absolut nicht kenne. Ich weiß nicht, was passieren könnte. Ich rechne mit dem Tod. Irgendwie. Vor allem sollte ich echt mal die Kamera wieder ausbauen. So, Grundfunktionen. Kann ich überhaupt schon wieder weiterbauen?
Ja, kann ich. Okay, Ladewert. Den sollte ich ja vergrößern. So, kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht mehr. Gut, aber es ist schon mal was. Bonusfunktion. Ich könnte sehen. Das wär durchaus von Vorteil, oder nicht? Warum habe ich hier eigentlich nichts? Ich würde sagen, brauche ich sehen noch. Ich kam bisher auch ohne sehen aus. Ich denke mal ein bisschen drüber nach und ich würde sagen, wir sehen dann im nächsten Part weiter, wenn ich darüber nachgedacht habe. Also, bis demnächst. Ciao.